wisst ihr, wie ich meine Kerzen sie gerade machen? Guck mal, so. Hallo zusammen, ihr seht, wir wollen hier komplett alles neu machen. Das soll wieder schön frisch sein. Und da fangen wir jetzt auch sofort an. Wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Erstmal haben wir alles abgeschliffen. Denn dieses Mal wollte ich wirklich es so bauen, damit es auch einladend aussieht und man sich hier auch ein bisschen wohlfühlt. Ich habe mir 40 mm Multiplex-Platten günstig gebraucht geholt und nachdem ich die zurechtgeschnitten habe, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so viel Platz habe und da musste ich etwas improvisieren. In jeder meiner Garagen steht ein Auto, ob es ein Schlachter ist oder ein Auto, was ich noch restaurieren möchte, und es war wirklich einfach nur voll. Oh, der sieht schon hübsch aus. Camper, der neue Camper. Boah, ihr glaubt nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, ne? Für das Ganze jetzt hier und da hinten so ein bisschen. Boah, bestimmt insgesamt 2,5 Stunden. Ich hole mir jetzt Hilfe, das reicht. Ihr seht, wir sind sehr fleißig. Ich habe viele Schränke gekauft, ihr seht. Alles voller Schränke. Und der einzige Nachteil, die haben alle eine andere Farbe. Und das muss geändert werden. Und da sind wir bei. Die Werkstatt nimmt Gestalt an. Das sieht schon sehr schäbig aus, aber ihr werdet es am Ende sehen, wie es aussieht. Den Bulli habe ich jetzt rausgefahren. Jetzt habe ich hier mehr Platz. Ich sage euch, das wird so perfekt sein. Ne? Man kommt hier in die Garage und das sieht aus wie eine Einbauküche. Ja, so wird das aussehen. Ich bin gespannt. Egal, weiter geht's. Die Sachen liegen bereit. Hier auch. Alles wird lackiert. Und dann sieht das so aus. So sieht das am Ende aus. Genau, erstmal Kunststoffprimer drauf und dann wird lackiert. Boah, ist auch langsam Zeit. Hier sieht es schlimm aus. Ich werde jetzt eine Werkbank hier drauf bauen auf den Schränken. Und das ist so 42 mm. Das wird wahrscheinlich für immer hier bleiben und reichen. Wenn was ist, kann man ein bisschen was abschleifen. Das dauert, bis man da durchschleift. So, die Schränke sind jetzt dran. Ich bin so glücklich. Es sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Super. Und leider, ne, guck mal schon, das sieht so super aus. Anthrazit, Holz, Anthrazit. Aber das kommt jetzt weg. Da kommt jetzt eine Matte drauf. Jetzt schaut mal, ich habe ja jetzt alle Schränke an die Werkbank gemacht. Ne? Also an die Platte. Und die habe ich jetzt auch miteinander verschraubt, alles fertig gemacht. Und natürlich ist es jetzt ja auch so ein bisschen verschieden hoch, ne? Bisschen ist gut. Und das auch, ne? Es sieht jetzt nicht so einladend aus, ne? Aber ich habe noch nie gesagt, dass ich fertig bin, ne? Weiter geht's. Ich habe mir jetzt einfach so aus Holz, einfach so eine Box gebaut, ne? Und da werde ich einfach
Metall reintun, was ich nicht benötige und vielleicht irgendwann mal oder irgendwelche große Sachen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und das habe ich jetzt auch schon so Anthrazit gestrichen, ne? Und da habe ich jetzt schon Metall. Schaut mal, das Metall habe ich genau in der gleichen Farbe lackiert wie alles andere. Das kommt hier einfach dran. Da sind Magnete, zwei Stück, nee, vier Stück, vier Stück. Und dann kommt das einfach, bop, bop, bop. So, da dran. So, genau das gleiche habe ich hier mitgemacht. Hier drunter kann ich immer noch was reintun. Was verstauen, immer was ich selten mache. Hopp, fertig. Reicht. Genauso hier bei der Box. Hier drunter sind übrigens Rädchen. Ne? So, bei der Box genauso. Einfach Metall davor, lackiert, fertig. Es sieht jetzt nicht ganz perfekt aus. Ich wollte mir das jetzt echt nicht, ne, hier so hoch, dann zack runter und so weiter. Das wollte ich nicht. Das reicht, ne? Ja, wie ihr seht, sind diese zwei Schubladen nicht gut lackiert. Ich werde es vielleicht irgendwann mal neu machen, bestimmt. Ja, aber ja, es werden auch hier und da mal Kratzer kommen. Dann kann man das neu machen. Einfach hier solche Rädchen drunter. Das reicht. Ich hasse nämlich Schubladenbau. So, fertig. So. So. Ja, so sieht meine Werkstatt aus. Ihr seht, es ist fertig. Der Boden muss noch gemacht werden. Den wollte ich grau machen. Sogar mein Besen musste sich anpassen. Ne? Der war mir einfach zu hell. Im nächsten Video, also ich bin erstmal richtig froh, dass das fertig ist. Und im nächsten Video mache ich alle Werkzeuge rein. Alles, was ich benötige, wird hier befestigt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie unten auf, welche Werkzeuge auf keinen Fall fehlen dürfen. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.